spezifische Wärme in Zahlen. Gut, in Zahlen deswegen, wir hatten uns ja Gedanken gemacht, wir hatten ja gesagt, die spezifische, also die stoffbezogene Wärmekapazität, das Aufnahmevermögen von Wasser ist ausreichend genau jetzt 4,2 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Nochmal schnell zur Verdeutlichung, wenn ich zwei Wassertöpfe habe oder Wassergläser, beide gleich groß, in beiden ist ein Liter Wasser, also jeweils ein Liter, ein Kilogramm demzufolge, ne? Und diesen Liter Wasser habe ich hier die Temperatur gemessen, 20 Grad Celsius, und hier ist nur 21 Grad Celsius, also nur ein bisschen mehr. Dann ist das ein Energieunterschied von 4,2 Kilojoule, weil jedes Glas ein Liter Wasser drin hat. Und Unterschied insofern, weil dieses Wasser ja ein bisschen wärmer ist. Die 21 Grad sind ein bisschen wärmer. Wenn man mit dem Finger reinfühlt und sagt, na, ist denn das, dann merkt man das kaum. So wenig ist das. Und trotzdem steckt da eine wahnsinnige Energie drin. Ich hatte das im anderen Video ja auch nochmal mit erklärt, dass das bedeutet, wenn jemand 100 Kilogramm Bücher in den nächsten, also einen Stockwerk höher schleppen muss, dann ist das die gleiche Energie, die in diesem bisschen Wasser steckt. Das ist Wahnsinn. Er muss so viel Arbeit aufwenden oder verleiht den Büchern so viel potenzielle Energie, dass das diesem Temperaturunterschied entspricht. So, jetzt kommen mal folgende Fragen. Würde das auch funktionieren, zweiter Fall, bei 23 Grad Celsius und 24 Grad Celsius? Genauso ist es. Das würde bei einem Temperaturunterschied, das ist ja das Wichtige, hier Delta, der Unterschied, die Differenz, Delta Theta, oder wir können auch sagen Delta T, wenn wir die ganze Sache in Kelvin angeben, ist hier auch bloß 1 Grad. Naja, 1 Grad Celsius, mache ich so. Und hier in dem schwarzen Fall ist Delta Theta auch bloß 1 Grad Celsius. Wir geben das aber in Kelvin an, also ich könnte Delta T, mache ich es jetzt in schwarz, Delta T ist gleich 1 Kelvin. Und hier in dem blauen Fall, Delta T ist gleich 1 Kelvin. Das ist der Unterschied. Und genau diesen Unterschied, auf den kommt es an. Jetzt können wir das mit verschiedenen anderen Graden machen, aber jetzt kam natürlich schon die Bemerkung aus der Schülerschaft, was ist, wenn jetzt, das mache ich jetzt in Rot, wenn es das eine Wasser 20 Grad Celsius hat und das andere Wasser hat 25 Grad Celsius, dann ist der Unterschied logisch Delta T 5 Kelvin. Und demzufolge müsste was sein? 21. Ich mache das mal glatt jetzt, dann können wir leichter rechnen. Ich sage jetzt einfach mal, das reicht hier aus, wenn wir hier mal uns eine 4 nehmen. Da können wir leichter rechnen. Demzufolge steckt hier die fünffache, also 20 Kilojoule, da drin. Das heißt, wenn wir die Wärmemenge, die nötig ist, um das Wasser wärmer zu machen, oder wenn wir den Energieunterschied zwischen den beiden ausrechnen wollen, müssen wir uns eigentlich bloß daran halten, wie viel Kilogramm habe ich und wie viel Kelvin Unterschied sind es. Demzufolge noch eine andere Frage. Was ist, wenn ich jetzt aber sage, jetzt brauche ich mal grün, ich habe jetzt hier nicht 1 Liter, sondern ich habe hier 2 Liter. Dann scheint jeder zu ahnen, dann bedeutet das, bei einem Grad Unterschied, bei einem Kelvin Unterschied, bedeutet das die doppelte Energiemenge, die hier nötig ist, um dieses Wasser wärmer zu machen, beziehungsweise hier steckt die doppelte Energie drin. Beziehungsweise anders, wenn ich 2 Liter habe und ich habe 5 Grad Unterschied, na, dann muss ich sagen, naja, dann habe ich 4 Kilojoule mal 2 sind 8 Kilojoule, ne, weil es ja 2 Kilogramm sind, 2 Liter. Und dann die ganze Sache nochmal 5 nehmen und dann habe ich das raus. Wer kann mir jetzt praktisch die Formel herleiten? Das hat in der 8a übrigens super geklappt, habe ich mich sehr gefreut. Wer kann mir folgende Formel herleiten? Die Wärmeenergie, die nötig ist oder die in solchen Wässern oder die überhaupt in Stoffen steckt, wie wird die berechnet? Moment. Ganz genau so ist es. Wenn ich die Wärmemenge errechnen will, die nötig ist, um was zu erwärmen oder was da drin steckt an Energie, dann sage ich, die Energie ist gleich die Masse
Wie viel ich davon habe, hier habe ich zum Beispiel 1 oder 2 Liter Wasser, mal Delta T, den Temperaturunterschied, oder Delta Theta könnte man auch machen, ist ja die gleiche Skala, das hatten wir in der Kelvin-Skala und in der Celsius-Skala gesehen. Ja, die Abstände auf dem Thermometer sind die gleichen, immer die gleichen. So. Und ich muss das mit dem spezifischen Aufnahmevermögen des Stoffes, den ich hier habe, damit muss ich es multiplizieren. Gucken wir uns das mal in Zahlen an. Wenn ich also beispielsweise schreibe, ich möchte wissen, W von 3 Kilogramm Wasser, was ich um 80 Grad erwärme, 80 Kelvin. Ich habe das von 20 auf 100 Grad erwärmt und nehme den ganzen Kram mal, jetzt der Einfachheit halber, 4 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin, dann kann ich mir den Bruchstrich hier ein Stückchen verlängerter vorstellen, in Aubergine. Ja, dann kann ich mir vorstellen, es steht oben alles auf dem Bruchstrich drauf. Und was dann passiert, ist eigentlich klar. Ich kümmere mich zuerst um die Einheiten und sage Kilogramm, jawohl, das kürzt sich durch Kilogramm. Kilogramm durch Kilogramm, Kelvin durch Kelvin ist 1, Kelvin durch Kelvin ist 1. Es bleibt die Einheit Kilojoule übrig. Das ist auch die Einheit für eine Energiemenge. Und jetzt sage ich bloß noch 3 mal 80 mal 4. Machen wir es leicht. 3 mal 80 sind 240 mal 4 sind W. Na, wie viel? Genau so. 960 und dann bloß noch die Einheit. Kilojoule. Und dann habe ich. So, das bis dahin. Jetzt müssen wir da ein paar Übungen machen. Also wir haben das jetzt nochmal festgehalten. W, die Wärmeenergie, errechnet sich aus der Masse des spezifischen Stoffes, den ich mir da schnappe, den ich irgendwie wärmer oder kälter oder sonst was mache, mal ein Temperaturunterschied, wenn ich es wärmer mache, plus, im anderen Fall negativ, und dann die spezifische Wärmekapazität dieses Stoffes, den ich jetzt mir gerade vorgenommen habe, dieses Stoffes, um den geht's. Also, die Temperaturunterschiede, die kann ich mit Kelvin machen oder sonst wie, weil die Abstände auf der Skala sind gleich. Nochmal zur Erinnerung, wenn ich jetzt hier weiter tiefer nach runter gehe und habe hier meinetwegen 0 Grad Celsius, nicht zu vergessen, dann sind das 273 Kelvin. So, und wenn ich jetzt noch weiter runter gehen würde, Topsasa und Tralala und so weiter, und ich lande bei, ich wollte ja in blau machen, bei 0 Kelvin, dann habe ich minus 273,15, aber das reicht uns jetzt, minus 273 Kelvin, Grad Celsius. So, nicht zu vergessen, tiefer geht's nicht, ne? 0 Kelvin und dann ist Schluss. Mit anderen Worten, wir brauchen uns bloß diese 273 Grad Celsius zu merken, die wir praktisch immer aufaddieren, wenn wir sagen 0 Grad Celsius, 273 Kelvin und dann entsprechend bloß immer drauflegen. Mehr ist es nicht. So, nochmal anders gerechnet. Ich könnte die ganze Sache auch wie folgt machen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Ich hab wieder Wasser. Wir bleiben mal jetzt bei Wasser. Das geht jetzt schnell genug. Ich habe 1 Kilogramm Wasser, also 1 Liter Wasser. Ich möchte das von 283 Kelvin auf, nehme ich das mal so, 283 auf 293 Kelvin erwärmen. Das entspräche dann 20 Grad Celsius, ist jetzt unwichtig. Also Delta T ist 283 bis 293, 10 Kelvin. Und ja, wir wissen jetzt wieder den spezifischen Wert davon, also die spezifische Wärmeenergie von Wasser, reicht jetzt mit 4 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Und dann kann ich die ganze Sache so genauso rechnen. Also es kommt auf den Unterschied an. Wie ich den ausdrücke, ob ich sage, ich gehe von 10 Grad Celsius auf 20 Grad Celsius, und das wäre genau der gleiche Temperaturunterschied, als wenn ich sage, ich mache das mit 283 und 293 Kelvin. Nochmal schnell zur Nützlichkeit der Kelvin-Skala. Wenn man diese nimmt, da kann man auch sagen, etwas ist doppelt so warm, wenn die Temperatur in Kelvin doppelt so hoch ist. Lässt sich gut einsehen, wenn ich hier 10 Kelvin habe. Nochmal schnell zur Wiederholung. Ich habe hier 10 Kelvin, das ist natürlich furchtbar kalt, und ich gehe auf 20 Grad, 20 Kelvin, dann ist das doppelt so warm.
Wenn ich das hier mit 10 Grad Celsius mache und sage 20 Grad Celsius, wissen wir mittlerweile, das ist nicht doppelt so warm. Das entspricht unserem menschlichen Empfinden vielleicht, aber das ist nicht doppelt so warm. Wenn ich nämlich das alles in Kelvin umrechne, sehe ich, dass 283 mal 2 nie 293 Kelvin sind. Das bloß nochmal schnell dazu. Hier gibt es natürlich nicht viel vorzurechnen, also schnell mal nochmal zur Wiederholung. Ich gucke, es muss ja eine Energieeinheit rauskommen, also Kilojoule muss übrig bleiben. Das heißt, wenn ich hier Mist mache und hier irgendwie falsch einsetze, dann kommen nicht reine Kilojoule raus oder Joule oder was auch immer. Also gucke ich nochmal und sage, Kilogramm und Kilogramm kann ich kürzen durch Kilogramm. Kelvin und Kelvin kann ich kürzen durch Kelvin. Jawohl, das passt. Ich kümmere mich bloß noch um die Zahlen. 1 mal 10 ist 10, mal 4 ist 40. Und mal Kilojoule. Die Zahl wird immer mit der Einheit multipliziert. Und dann habe ich die Wärmemenge. Diese ganze Formel ist eine ganz tolle Geschichte. Die brauchen wir auch noch öfter. Aber jetzt so glatt zu rechnen, einfach zu sagen, habe ich eine doppelte Menge, muss ich doppelt so viel Energie investieren, habe ich doppelt so große Temperaturunterschiede, muss ich das eben auch mal 2 nehmen oder mal 10 oder was auch immer. Das gilt nur innerhalb eines Aggregatzustandes. Achtung, den Satz schreibe ich jetzt gleich zu Ende, kürze aber das Video. So, jetzt habe ich den Satz zu Ende geschrieben. Dieses einfache Rechnen, das ist ja nun wirklich nicht schwer, funktioniert nur innerhalb eines Aggregatzustandes. Was meine ich damit? Das heißt, wenn ich sage hier wie im Beispiel Wasser, flüssig, und wenn ich die Temperatur erhöht habe, bleibt es flüssig. Also flüssig zu flüssig sozusagen. Es hat sich nichts geändert am Aggregatzustand. Dann klappt das. Ich sage dann auch gleich warum. Beziehungsweise Gas zu Gas, also gasförmig und es bleibt gasförmig oder fest und fest. Bei den Übergängen, da wird es schwierig. Ich sage gleich warum. Diese Tauben hier. Gut, nochmal zu den Aggregatzuständen. Fest, flüssig, gasförmig, kennt jeder. Das ist die Praxis. Mittlerweile sagt man auch, der vierte Aggregatzustand wäre dann Plasma. Wir machen das dann mit der Mikrowelle und dann seht ihr mal, wie Plasma aussieht. Wir müssen uns jetzt mal bei der ganzen Sache etwas vorstellen. Ich nehme ein Glas Limonade und in diesem Glas... Naja, sag ich mir, schmeckt nicht. Das ist 20 Grad warm, 20 Grad Celsius. Na gut, was mache ich, um das kühler zu kriegen? Schmeiße ich einen Eiswürfel rein. Einen schönen Eiswürfel. So, wenn ich den da reinschmeiße, was passiert? Der wird eine ganze Weile so bleiben, wie er ist. Dann wird er langsam zergehen. Und mein Glas und auch die Flüssigkeit wird kühler. Woher kommt die Wärme? Bitte. Okay, logisch. Das Wasser, wenn das Eis jetzt da drin ist, das Wasser, ich meine jetzt diese Flüssigkeit, die Limonade, weiß der Deibel was, wird kälter. Lass es auf 10 Grad Celsius gehen. Angenehmer zum Trinken. Und irgendwann ist das Eis geschmolzen. Wir machen es mal anders. Wir sagen, okay, wir nehmen wieder ein Glas und haben das schon so weit runtergekühlt, dass da bloß noch, sagen wir mal, 1 Grad Celsius Temperatur ist. Also schon richtig schön aus dem Kühlschrank. Wir schmeißen wieder Eis rein und messen. Und das ist eine schöne Geschichte, die kann man dann wirklich als Versuch darstellen. Sobald das Eis drin ist, kann man sich vorstellen, geht die Temperatur, die ganze Wärme des armen Wassers, was hier drin ist, was die ganze Wärme hergeben muss, geht dann meinetwegen auf ungefähr knapp über 0 Grad Celsius. Das Wasser selber, was hier drin ist, wird noch nicht fest. Und man kann Folgendes beobachten. Der Eiswürfel, der langsam kleiner wird, denn die Wärme, die von außen auch in das Glas gestrahlt wird, durch die Umgebungswärme, wird ja stets... Pardon, Moment. Die von außen eindringende Wärmestrahlung, ne, durch die Umgebung, wird ja stets versuchen, ich mache das mal ein bisschen menschlich, dieses Wasser wärmer zu kriegen wieder. Aber es wird nicht passieren. Und wir werden Folgendes beobachten. Solange der Eiswürfel noch, und wenn er noch so klein ist, Eiswürfel ist, bleibt die Temperatur bei
diesen knapp 0 Grad Celsius. Das wird ein ganz bisschen höher sein, aber es ist kaum messbar. Und plötzlich, sobald das Eis weg ist, schwupp, steigt die Temperatur an. Und genau dieser Umstand, dass also so lange auch nur noch so kleines Eiskörnchen da drin übrig ist, die Temperatur bei 0 Grad Celsius bleibt, ist ein Indiz dafür, ein wichtig, also es ist noch kein echter Beweis, aber ein wichtiges Anzeichen, dass immer, wenn ich von einem in den anderen Aggregatzustand gehe, dass dann furchtbar viel Wärme nötig ist, in die Richtung beziehungsweise viel Wärme abgegeben wird. Denkt an Wärmekissen, das gibt Wärme ab, obwohl nur aus flüssig fest wird. Das wäre wieder ein Indiz dafür, nämlich der umgekehrte Fall. Das heißt, wir können deswegen unsere Formel nur innerhalb eines Aggregatzustandes anwenden und müssen, sobald wir, bleiben wir beim Wasserbeispiel, wenn ich also von Eis, welches meinetwegen minus 2 Grad Celsius hat, auf flüssig gehen will und wenn es nur 1 Grad Celsius ist, dann brauche ich hier in dieser Übergangsphase richtig viel Wärme. Darauf kommen wir dann im nächsten Video auch mal zu sprechen, beziehungsweise wir werden uns dann in nächster Zeit damit beschäftigen. Genauso ist es, das ist ein seltsamer Umstand, wenn das Wasser schon 100 Grad Celsius hat und anfängt zu sprudeln und zu verdampfen, dann bleiben in diesem Topf die ganze Zeit 100 Grad und erst wenn der Topf leer gedampft ist, ja, dann steigt die Temperatur im Topf auch an. Beziehungsweise der Wasserdampf, naja, aber komm, machen wir später. Jetzt nicht. So, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. 17 Minuten reicht auch. Viel Spaß beim Gucken.